Wenn Sie ein bisschen Unterstützung vielleicht brauchen für Ihre Durchsetzung der Vorsätze oder auch vielleicht für andere Dinge. Diese Woche wird Sie Dr. Christian Kobau aus Klagenfurt dabei geistig unterstützen. Er ist ja Allgemeinmediziner, Zahnarzt und Psychologe. Und auch Komplementärmediziner. Und er ist auf seinen weltweiten Expeditionen zu den Schamanen und Heilern dieser Welt unterwegs, vor allem im asiatischen und südamerikanischen Raum. Und dort hat er die Kraft der Gedanken, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn kennengelernt. Wir sind Teil dieses ganzen herrlichen Kosmoses hier. Und unsere Seele hat sich diese Existenz hier ausgesucht. In all ihren positiven wie auch in ihren negativen Aspekten. Und wenn wir die asiatischen Kulturen anschauen, auf meinen vielen Reisen habe ich einfach entdeckt, dass viele Figuren diese Symbolhaftigkeit ausdrücken. Wir haben auf der einen Seite eine wunderschöne Figur, die die Weiblichkeit in all ihrer Pracht ausdrückt, und auf der Rückseite dieser Figur sieht man das Dämonenhafte dieser Figur. Das zeigt, dass diese zwei Aspekte des Seins in uns allen drinnen sind, die positiven wie die negativen, die goldenen Seiten wie die Schattenseiten, und wir müssen beide anschauen. Die Schattenseiten sind nicht zu verurteilen, sie sind auch nicht irgendwo ins Unterbewusstsein zu drängen. Wir müssen sie erkennen, integrieren und Teil von uns werden lassen, ins Bewusste rücken. Und auf diese Art und Weise können wir unser Leben viel erfüllter leben lassen. Du bist, was du denkst. Unser Glaube schafft Realität durch Quanten. Dadurch, dass wir uns etwas ganz intensiv vorstellen, erschaffen wir eine komplett neue Realität. Das heißt, wenn ich mich auf ein Thema, auf etwas, was ich im neuen Jahr jetzt machen will, voll konzentriere, mir das visualisiere, intensiv vorstelle, dann wird sich das früher oder später manifestieren. Und die beste Zeit dafür ist, das wissen wir auch wieder von indischen Ritualen her und von indischen weisen Leuten her, ist genau zu Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. In dieser Zeit scheinbar ist der Kosmos ganz, ganz stark. Ich will als Beispiel jetzt, ich will mit dem Rauchen aufhören. Ist ja jetzt hochaktuell, nachdem das eh bald überall verboten wird, kann ich mir sagen, okay, ich habe den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist einmal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich muss es ganz intensiv wollen. Der Wunsch allein ist einmal zu wenig. Ich muss mir aus innerer Überzeugung klar sein, hey, das ist etwas, was ich jetzt nicht mehr brauche. Das kann jetzt sein, weil ich weiß, dass es ungesund ist, weil ich weiß, dass es sehr viel kostet, weil ich weiß, dass es meiner Familie schadet. Spielt keine Rolle. Ich muss hundertprozentig überzeugt sein, ich will nicht mehr. Und mit dieser Überzeugung gehe ich dann hinein, das stelle ich mir ganz klar vor. Ich stelle mir in der Früh vor, wie ich mich sehe, 3 Wochen später ohne Zigarette. Dass ich das völlig wertfrei für mich visualisiere. So wie ich mich in 3 Wochen sehe, zigarettenfrei. Mit 19 bin ich das erste Mal nach Indien gereist und habe während meines Medizinstudiums einfach raus müssen, einmal aus unserer komplett eingeschränkten Realität. Und dort habe ich bemerkt, dass es neben unserer sehr beschränkten Welt, die wir von Gesellschaft und Religion aufoktroyiert bekommen haben, einfach ganz andere Dinge noch gibt. Auf diesen Reisen und Expeditionen habe ich dann immer wieder Heiler und Schamanen kennengelernt, die eine komplett andere Art der Heilung durchgeführt haben, als ich sie im Medizinstudium gelernt habe. Ich brauche das Medizinstudium natürlich, um hier überhaupt arbeiten zu können. Aber das, was die Burschen dort tun, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Das ist auf der geistig-spirituellen Ebene. Die arbeiten mit Heilkräutern, die arbeiten mit Akupunktur, die arbeiten mit bestimmten Ritualen und machen trotzdem Heilungen. Trotzdem. Und das ist für mich auch eine ganz neue Erkenntnis gewesen, die ich versucht habe, natürlich in meine eigene Erfahrungswelt als Mediziner einzubauen. Thank you.
Eines unserer größten Hemmnisse, um die Dinge zu realisieren, ist die Angst. Die Angst vor Versagen, die Angst, nichts wert zu sein, die Angst, nicht frei zu sein, die Angst, etwas nicht tun zu können, denn das blockiert alle unsere Energiesysteme. Und wir haben auch so viele Situationen in Partnerschaften, wo speziell die Frau in so einer miserablen Situation drinnen ist, dass sie auf der einen Seite sich nicht traut auszusteigen und auf der anderen Seite aber aussteigen müsste, weil sie weiß, es geht nicht mehr weiter. Und diesen Mut zu fassen, den bitte ich jeden, sich einfach zu überlegen und hinauszutreten und sagen, es kann nur besser werden. Es muss nicht immer eine diese Dependency-Beziehung sein, wo ich einfach nur aus Angst davor, vor etwas Neuem, mich nicht traue, aus der Beziehung auszusteigen. Manchmal muss man einen Schnitt setzen und sagen, das ist etwas, was mir total schadet und das habe ich nicht notwendig. Und dann gehe ich hinaus und es kommt garantiert was Neues. Und Sie sind nie allein. Es kommen immer Menschen, die Ihnen helfen werden. Man sagt gescheite Sachen, gell? Schwer beeindruckt, kann man nur sagen, großartig. Ja. Zu dem kann man allen ja sagen. Und das ist so schön, wenn man zu manchen Dingen so richtig aus vollem Herzen ja sagen kann. Sehr interessant, morgen geht es gleich weiter. Und zwar, da geht es dann um Energie. Ein sehr wichtiges Thema, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen, weil viele kämpfen doch damit, dass die Lebensbatterie, dass die innere Energiequelle einfach ausgebrannt ist, dass man einfach keine Kraft mehr hat. Und da geht es eben darum, wie man diese Batterie sozusagen, die innere, wieder aufladen kann. Das wird's morgen in Willkommen Österreich.